Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir lassen heute die Ponys über unseren Tag entscheiden. Also viel Spaß! Unsere Ponys sind heute mal wieder besonders dreckig. Das heißt, als erstes werden sie jetzt geputzt. Und die beiden haben die Entscheidungsmöglichkeit zwischen zwei Putzkästen. Die haben wir da drüben aufgestellt. In diese Richtung schicken wir die zwei Pferde jetzt. Und je nachdem, wo sie hingehen, werden sie entweder mit meinem oder mit Johannas Putzkasten geputzt. Komm, laufen! Okay, mal sehen, ob sie zu einem Putzkasten gehen. Also ich glaube, die Kira möchte auf jeden Fall mit Kiras Putzkasten geputzt werden. Und Tiffy mit dem Heu, das da liegt. Tiffy möchte nicht geputzt werden. Tiffy, geh noch mal irgendwo hin. Ja, das war recht. Ja, die Tiffy will auch mit Johannas Putzkasten geputzt werden. Das heißt, meiner ist nur zur Deko da. Wir nehmen jetzt Johannas Putzkasten und putzen die Ponys. Die Pferde haben sich ja für meinen Putzkoffer entschieden und es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, weil ich ja alles Zeug irgendwie so doppelt habe, beziehungsweise so verschiedene Sachen, mit denen man den gleichen Effekt erzielen kann. Und dann sind sie einigermaßen sauber geworden. Wir wollen jetzt so einen Parcours aufbauen und da können auf jeden Fall die Pferde auch mit entscheiden, was sie so machen. Die Kira hat sich ja obviously schon zu diesen Sachen gestellt, also will sie bestimmt irgendwas aus dieser Kiste der lustigen Spielsachen haben. Ja, wir suchen jetzt zwei Sachen raus und die stellen wir dann der Tiffy zur Auswahl. Mal schauen, was wir dann davon nehmen. Also ich finde ja diese Plan hier schon mal auf jeden Fall sehr interessant. Ja, voll. Und ich glaube, die Kira findet halt auch die Reifen cool. Okay, dann lassen wir die Tiffy jetzt entscheiden zwischen der blauen Plane und einem Reifen. Zack, zack. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin mit einer Sache in der linken Hand und einer Sache in der rechten Hand. Und jetzt frage ich die Tiffy mal, ob sie zu mir kommen würde, bitte. Da kommt sie schon. Und wir schauen mal, was sie sich anschaut. Komm. Ja, komm, komm, komm. Weiter, weiter, weiter. Ja, spannend. Links oder rechts, links oder rechts. Und wir nehmen die Plane. Die Kira will auch die Plane scheinbar. Aber die Tiffy hat sich auch eindeutig entschieden. Obwohl, ich will es nochmal anschauen. Auch cool, oder? Dann legen wir doch noch ein paar mehr Aufgaben und dann können die Pferde vielleicht danach die Reihenfolge bestimmen, in der man das macht. Ich habe hier eine Karotte. Und die werde ich jetzt mit einem Taschenmesser ein bisschen zersägen. Ich möchte nämlich, dass die Pferde entscheiden, ob da nur eine Stange liegen soll, als Übertretstange, oder zwei, als Engpass. Und dafür muss sich jemand entscheiden. Man könnte es auch abbrechen, aber ich wollte unbedingt mein Taschenmesser benutzen. Jetzt zeige ich der Kira diese beiden Karottenstücke. Ja. Und lege die dann auf den Boden. Und wenn sie das linke Stück nimmt, dann lege ich noch eine Stange dazu. Und wenn sie das rechte Stück nimmt, dann nicht. Sehr gut, du hast das linke genommen. Das andere darfst du auch noch essen, wenn du es findest. Fein, okay, das linke Stück war... Noch eine Stange dazu. Noch eine Stange dazu zu legen. Tiffy hört das Kauen. Du kriegst auch später noch was. So, schön eng. Muss ja auch eine Herausforderung sein. Der Parcours steht ja jetzt. Und normalerweise entscheiden wir immer, in welcher Reihenfolge welche Aufgaben bewältigt werden. Aber wir möchten jetzt, dass die Pferde das tun. Das heißt, wir bringen die beiden jetzt dazu, sich hier die Sachen so ein bisschen anzuschauen. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge sie sich die Sachen anschauen, bewältigen wir dann später auch den Parcours. Wir stellen sie mal in die Ecke und dann schicken wir sie von da aus los. Kommt, alle loslaufen! Alle okay, loslaufen. Also als erstes gehen wir zur Kamera. Genau, und sagen Hallo. Komm. So, scheinbar machen wir als erstes den Slalom. Und nach dem Slalom gehen wir zu den Tonnen. Weiter, Ponys. Ja, jetzt laufen sie, wir sind im Bewegen. Ja, der Parcours ist dann zu Ende. Wir machen den Rest nicht. Laufen! Laufen! Die wollen dann einfach nochmal zur Kamera gehen. Ja, wir müssen uns einfach begrüßen und verabschieden. Slalom, Tonnen,
Engpass, Plane und dann davor Begrüßung und danach Verabschiedung. Okay, Kiri. Jetzt ist nur die Frage, ja, auf welchem Weg bestreiten wir denn den Parcours? Ah, du meinst geführt oder geritten oder so? Ja, das könnten die Pferde, also wir haben... Und wer mit welchem Pferd? Ja, genau, stimmt. Das sollten wir die Pferde noch entscheiden lassen. Wir positionieren die zwei Ponys jetzt zwischen den Tonnen und dann dürfen die beiden sich jeweils dazu entscheiden, mit wem sie den Parcours bestreiten möchten. Wir haben beide ein Stück Karotte. Das halten wir jetzt gleich hin. Am besten einfach so direkt nebeneinander. Und dann gucken wir, welches Pferd zu welcher Karotte geht. Vielleicht sollten wir ein bisschen weiter zurückgehen, dass sie auch Möglichkeit haben, die Seiten zu tauschen. Also das heißt, ja, stimmt. Wenn die Kira halt zu mir kommt und zu meiner Hand geht, weil sie schneller ist. Komm mal hier, Cut. Cut. Okay, die Tippi macht sich auf den Weg. So, wir müssen die direkt nebeneinander halten. Ja, Kira, du kannst auch kommen. Sonst entscheidet die Tiffy. Oh, Tiffy. Die Kira beeilt sich schnell. Und? Die Kira möchte mit mir zusammenarbeiten. Alles klar. Gut, Kira. Jetzt müssen die Ponys noch entscheiden, ob sie geritten oder geführt werden wollen. Ich habe jetzt hier ein Stück Apfel. Ich nehme den kurz einmal in beide Hände, dass beide Hände nach Apfel riechen. Und ich bestreite den Parcours ja mit der Tiffy, nicht mit der Kira. Und ich lasse jetzt die Tiffy entscheiden, ob sie geritten oder geführt werden möchte. Dann vertausche ich die gleich hinter meinem Rücken. Und wenn die Tiffy den Schlitz findet, dann reite ich sie. Und wenn sie den Schlitz nicht findet, dann führe ich sie. Wie neidisch die Kira schmeckt. So. Welche Hand stupfst du an? Welche? Die möchte geführt werden. Das ist schon die Hand, die ausgesucht hat. Ja, genau, sag ich jetzt. Die möchte geführt werden. Aber da ist nichts drin. Hier ist der Apfel. Gut. Genau. Also, Tiffy möchte geführt werden. Dann hole ich mir schon mal einen Halfter. Und die Anne kann ja mit der Kira herausfinden. Für meine Entscheidung habe ich hier einmal Zügel, also so Seilzügel und einmal ein Seil. Das Seil steht dafür zu führen und die Zügel stehen dafür zu reiten. Ich lege die jetzt beide hier auf die Plane und lege auf beide ein Stück Apfel. Ich setze mich jetzt hier hin und lasse das Orakel entscheiden. Komm! So, mal sehen, welchen Apfel sie nimmt. Guck mal hier auf den Boden. Geht danach, welchen Apfel sie zuerst isst. Ich hab keinen Apfel. Und die Kira möchte geritten werden. Sehr gut. Sie hat erst sehr lange überlegt, ob sie nicht doch geführt werden will. Aber sie hat dann das andere Stück Apfel gegessen. Die Tiffy hat jetzt einen Halfter an und einen Seil. Und ich habe noch eine Gerte für Communication. Und ich glaube, ich mache euch eine Runde außenrum kurz warm. Ganz wichtig beim Reiten ist ja der Helm. Den hole ich jetzt noch und dann steige ich hier auf und wir machen uns auch mal warm. Wollen wir noch die Pferde entscheiden lassen, wer anfängt? Okay. Wir fragen einen spanischen Gruß ab, also dass die Pferde ihr Vorderbein so vorheben. Und das Pferd, das das Bein höher hebt, darf anfangen. Die Kira legt einfach mal vor. Machst du einfach? Ja, ich mache einfach, oder? Nicht so gut, ne? Und es war schon gut fürs erste Mal. Ja. Die Tiffy ist beim ersten Mal nicht immer so motiviert. Zack, zack. Nee, das zählt nicht. Du solltest laufen, das heißt... Zack, 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 zack. Na, die Tiffy fängt an. Tiffy ist halt Profi, was spanischen Gruß angeht, ne? Bei der Tiffy ist es natürlich auch mit einem Stimmkommando gekoppelt. Dann hat es natürlich noch mal immer eine krassere Wirkung. Man sieht so, ich werde berührt und jemand redet mit mir. Dann muss ich jetzt wirklich mal was machen. Ja. Denk an den Gruß, Johanna. Du musst erst grüßen. Ich muss erst die Kamera grüßen, stimmt. Ja, ich hab's fast vergessen, aber also, in erster Instanz. Hallo, wir fangen jetzt an und los. Komm, komm, komm. Motivation. Fein!
Oh, wie süß sie schaut. Sie so, ich sollte anhalten. Oder soll man da rückwärts wieder rausgehen? Ich habe mir jetzt einfach was ausgedacht. Okay, Freestyle. Freestyle-Kür. Ja? Den auch noch? Ja. Gut, ja, aber den wieder zurück. Hi. Hey. Die Tiffy denkt sich, ich weiß, dass man gleichzeitig rückwärts gehen muss. Ich nehme die Beine nicht einzeln. Ja. Gut. So. Mir ist sie auch gar nicht interessiert, dass da diese Plane ist. Gut, da hinten rum. Ja. Gibt es auch Fälle, die Angst vor Planen haben? Verstehe ich nicht. Okay, und verabschieden. Tschüss. Der Plan war eigentlich, dass ich so eine einmal so im Kreis mich drehe auf der Plane. Aber ich habe nicht bedacht, dass die verkuschelt wird. Das war sehr süß. Ja. Schönen guten Tag, werte Kamera. Wir starten nun mit unserer Kür. Und hier bei den Tonnen nicht vergessen, die Beine hoch. Komm, warte. Oh. Gut. Oh, man muss voll viel machen, die bleibt nicht einfach stehen, die ist so motiviert. Sie ist einfach auf die Stange getreten, aber so, dass sie nicht weggerollt ist. Verbeugung. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Bis dann. Die Kira ist einfach wirklich mit dem Fuß gerade auf die Stange getreten, als wäre das so der Boden. So, jetzt haben wir hier beide unsere Show gemacht. Auf geht's in die zweite Runde. Wir haben jetzt einmal nochmal Pferde und Reit- bzw. Führweise getauscht. Und Johanna kann jetzt nochmal anfangen. Die steht nämlich schon am Startpunkt und dann lege ich nach. Ladies and Gentlemen, let's get ready for the show. Johanna reitet los. Als erstes nimmt sie den Slalom, ganz galant. Sie verpasst das letzte Hütchen. Zu motiviert. Und jetzt muss auch sie die Beine heben, um durchzukommen. Oh, sie macht eine Geschichte. Oh mein Gott, die Kira ist crazy. Ja, habe ich auch gesagt. Werden sie gut anhalten? Johanna ist jetzt schon vorbereitet, aber sie schafft es nicht. So, jetzt habe ich erhöhte Schwierigkeit, jetzt muss ich da reinfinden. Well, surprise. Oh mein Gott, wie cool, Sie hat fast bis zum Ende geschafft, dass die Stange zwischen den Beinen war. Und halt! Halten ist nicht so einfach heute. So, jetzt die Mittelhandwendung. Oh mein Gott, ey. Das war das Chaos. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, als du mir zugeschaut hast, dachtest du noch, so schwer ist die Kira doch nicht zu wenden. Und dann bist du gerade so selbst geritten und dachtest so, ah ja doch. Die Kira denkt sich einfach nur so, ja lass fetzen, egal ja, wo lang. Genau, so war es bei mir auch schon. Ich war so, ich will dieses letzte Hütchen vom Slalom kriegen und ich will da durchkommen. Und da. Ja, man ist es auch nicht gewohnt von der Kira, dass sie von selber antrabt, ohne Hilfe. Ja, aber das aber hat jemand macht's. Bock. Hallo und herzlich willkommen zur Reitshow. Dünn. Ganz bedacht laufen wir los. Sobald wir auf der Geraden sind, traben wir an. Komm. Komm. Sehr gut. Komm.
erschwerte Schwierigkeit. Sehr gut. Komm. So, und jetzt das Allerschwierigste ist natürlich diese Aufgabe hier. Im Zweifelsfall spanischen Gruß. So, jetzt Brot. Sehr gut. Jetzt darf Tiffy noch einmal freestylen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt steht natürlich noch die Entscheidung der Pferde aus, wer das jetzt besser gemacht hat. Albern waren wir ja beide ein bisschen. Und dafür werden die Pferde gleich hier auf diese Seite der Halle positioniert und wir auf die andere. Und dann gucken wir mal, zu wem die Pferde gehen. Damit sie auch zu uns kommen, beißen wir von einem Apfel ab, damit wir ihre Aufmerksamkeit generieren. Und dann werden sie zu uns kommen und je nachdem, zu wem sie gehen, für den entscheiden sie sich dann. Derjenige hat es dann scheinbar besser gemacht. Jawohl. Okay, Johanna, beiß ab. Apfel! Lecker! Aha. Mhm. Wer legt ihn einfach dahin? Oder hier hinten. So. Kira möchte schon mal sagen, wen sie besser fand. Ja. Ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass die Kira mich besser fand. Okay, Tiffy, kommst du auch? Tiffy! Ja. Oh, sad, wenn sie dich jetzt auch besser findet, dann bin ich ein richtiges Opfer. Aber bei mir ist weniger Platz, vielleicht geht es deswegen zu. Tiffy, kommst du mir? Tiffy, kommst du mir? Ja? Kira, nein! Wieso Tiffy, geh nicht dahin. Aber die Tiffy hat sich trotzdem für dich entschieden. Ja. Obwohl die Kira so ein Meinungsmacher sein wollte. Kira muss immer das letzte Wort haben, ne? Okay, also am Anfang hat sich die Kira für mich entschieden und die Tiffy für Johanna. Und scheinbar haben beide die richtige Wahl getroffen, weil sie fanden auch beide ihre erste Wahl am besten. Ja. Die letzte Entscheidung für das heutige Video ist eine sehr weitgreifende. Die Pferde sind ja scheinbar sehr entscheidungsstark und wir möchten schauen, ob sie Lust haben, weiter mit uns Videos zu machen. Deswegen dürfen die Ponys entscheiden, ob wir 2022 weiter Videos machen. Wir möchten eine richtig faire Abstimmung machen, damit es auch gleich wahrscheinlich ist und sie wirklich nicht irgendwie gestochen sind und weiter mit uns Videos machen. Deswegen nehmen wir zwei Stücke Apfel, weil Äpfel sind ja immer Äpfel. Wenn Sie dieses Stück nehmen, dieses riesige Stück, dann hören wir auf, Videos zu machen. Und wenn Sie sich für dieses Stück entscheiden, dann machen wir weiter. Apfel ist ja Apfel, oder? Dann geh doch mal an die Wand. Ich lasse gleich die Pferdis auf dich los. Und ab die Post. Tiffy, komm, auch dahin gehen. Ja, also die Kira möchte weitermachen. Und die Tiffy auch. Juhu. Glück gehabt! Du kriegst es. Wir machen weiter Videos. Die Pferde haben entschieden. Juhu! Ist auch gut zu wissen, dass die Pferde da auch motiviert für sind. Wir haben die ja eigentlich noch nie gefragt, ob die da Bock drauf hätten, aber das war jetzt eine eindeutige Entscheidung. Ja, wir haben alle Spaß. Ihr seid so süß! Und jetzt habt ihr heute auch ganz viel Essen bekommen. Das war's mit dem heutigen Video und damit auch dem letzten Video für dieses Jahr. Wir hoffen natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat und wenn dem so ist, könnt ihr ja gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Schreibt auch super gerne in die Kommentare, welches von unseren Videos euch dieses Jahr am besten gefallen hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt und sagen, die Pferde haben es vorhergesagt, wir sehen uns im nächsten Jahr.